Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Und zwar heute mal wieder dem Namen gerecht werdend mit einer Runde Talon auf dem Main im Ranked in der Promo. Ja, das heißt, es ist das erste Promo-Game. Wir spielen gegen Twisted Fate. Das ist ein relativ gutes Matchup. Allerdings spielen wir gleichzeitig gegen Shaco und das ist wiederum ein schlechtes Matchup. Wir wollen aggressiv spielen. Ich werde versuchen, dieses Mal nicht so viel rumzutollen, beziehungsweise Müll zu erzählen, sondern einfach auf das Game fokussiert, ja? Das heißt, interessante Sachen, die euch vielleicht, ein bisschen, vielleicht auch bei euch weiterhelfen bei euren Tagen Gameplay. Also, das grundlegende Matchup, Talon gegen Twisted Fate ist ziemlich gut, ja? Wir können ihn übel krass zerfetzen, aber wir müssen aggressiv dadurch spielen und dadurch wird uns der Shaco bumsen können, ja? Und das ist wiederum sehr, sehr schlecht. Und deswegen... Da müssen wir wirklich aufpassen. Wahrscheinlich ist es, ich kann das zwar hoch, aber ich bin Level 1. Also mit Level 1 irgendwas alleine zu machen, ist halt RIP. Ich könnte das mit einer W klauen, aber... Also ich bräuchte halt mindestens irgendjemanden, der moved. Camille kommt, auch Level 1. Boah, keine Ahnung. Ich mal... Weiß ich nicht, ob das so richtig worth ist. Wir springen jetzt halt einfach weg. Das ist echt super Zeitverschwendung gewesen. Na gut. Auf jeden Fall... Müssen wir uns ein bisschen zurückhalten, damit wir nicht krass gegangen werden. Er hat Dark Harvest mit, das heißt, sein Early Game ist ein bisschen schwächer. Wir haben jetzt wahrscheinlich CS verloren, beziehungsweise vor allem XP. Ja, die XP ist super, super wichtig. Also, CS ist auch toll. Wir können jetzt aber hier drauf springen, eigentlich wird Shaco jetzt kommen. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier weg. Naja, es kommt mal. Warum sollte er mich traden? Der einzige Grund, dass er mich tradet, ist, dass Shaco kommt. Deswegen bin ich direkt nach unten weggelaufen. Das war also zu obvious, ne? Warum sollte ein Twisted Fate mich traden wollen? Warum? Na, wenn der Gegner die ganze Zeit, was heißt, die ganze Zeit defensiv spielt, aber auf einmal komplett random zu euch kommt. GG. Naja, Warwick hat Red Buff gerade genommen. Das ist gut, wenn euer Buff geklaut wird, snackt euch einfach den gegnerischen. Die Gegner haben Volibear dabei, das ist ein bisschen ekelhaft. Ich spiele diesmal den blauen Talon. Ich swap da mal ganz gerne durch, ne? Welchen. Ja, so, ne? Also, ich glaube, am liebsten mag ich den weißen Chrome-Skin. Der schwarz-golden ist aber auch cool und der rot-irgendwas ist auch nice, ne? Den würde ich gerne noch haben und dann gehen wir shoppen. So, mein Shopping-Bag ist wie folgt. Wenn ich den Gegner nicht töte, dann gehe ich weiter Damage. Das heißt hier zum Beispiel Serrated Dirk. Wenn ich den Gegner gekillt habe, dann sage ich, okay, hey, wir gehen ein bisschen Usefulness, ne? Das heißt, wir können ihn... Also wahrscheinlich, Twisted Fate kann man wahrscheinlich sogar immer noch töten, weil Twisted Fate ist halt super bad. Ich habe 2 Control Wards, oh mein Gott. Ist halt super, super schwach. Aber grundsätzlich, Schur ist definitiv nicht schlecht und auch noch die Flask mit reingehauen, ne? Ist okay. Hier unten ist absolute Action, so wie es aussieht. Das sieht schlecht aus, würde ich sagen. Die ist tot. Oh, die hat Barrier. Oh mein Gott. Also, ultra bad ist Barrier auf Soraka tatsächlich gar nicht, weil sie super viel gefokust wird. Aber ich glaube, es war ein Versehen. Wir könnten gucken, ob wir auch nach unten gehen. Okay, ne, ich glaube, das passt. Wir pushen. Grundsätzlich wird sehr, sehr oft gefragt. Und ab und zu, viele Fragen von euch fragen sich das mit Sicherheit. Tobi... Macht es Sinn, Talon gegen Full AD zu picken? Beziehungsweise, wenn man dadurch Full AD wird. Na, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir vielleicht Twisted Fate abfangen können. Das heißt, wir sind Full AD, die Gegner nicht. Ne? Und grundsätzlich kommt es immer so auf das Matchup an. Wenn die Gegner mindestens 2 Full Tanks haben, würde ich nicht Talon empfehlen. Würde ich einfach mal sagen. Kommt. Das heißt, in diesem Matchup, wer soll denn Armor bauen? Ja, wer? Also, er wird einen Stundenlass bauen, das wird nervig. Er wird einen Stundenlass bauen, das wird nervig. Und wir haben... Es ist Volibear-Support, okay. Ja, Volibear-Support ist jetzt sowieso komplett uninteressant. Aber ich bin davon ausgegangen, okay, hey, die haben einen Dude, der Armor baut. Ne, Volibear. Klar, die anderen hier so ein bisschen. Und Ninja-Tavis, das ist auch echt fies. Aber Full AD hat ja nicht nur Nachteile, ne. Der Vorteil bei Full AD ist meistens, dass die Comp im Early Game super stark ist, ne. Und wenn du im Early Game so viel Vorteil ranholst, dann ist das Late Game gewonnen, quasi. Oder... Hat man auf jeden Fall bessere Chancen im Late Game, ne? Wenn die Gegner nicht so viel Armor bauen können, weil. Ne, ein Twisted Fate mit Thornwell habe ich noch nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken. Was machen wir? Wir wollten auf jeden Fall mal unser Control Ward stellen. Wenn ich es jetzt da so in den Busch stelle, dann sieht der das natürlich, ne? Das ist also. Ihr solltet, wenn ihr das Control Ward stellt, am besten so stellen, dass der Gegner nicht sieht, wo ihr das hinstellt. Botlane ist auf jeden Fall harte Action, da müssen wir übel helfen. Am besten wäre, wenn ich Demi erstmal töte, ne? Das Ding ist, wenn ich jetzt Roam gehe, dann wird er mir hinterher Roam gleich mit seiner Ultimate, ne? Das ist immer so ein bisschen das Fiese. Deswegen wäre es am besten, wenn wir das genau so machen, ne? Flashport rein, auch wenn wir volles Leben haben, sonst burnt er nochmal so ein bisschen spicy-mäßig hinterher, ne? Extra Zusatzschaden sollte man immer mit reinnehmen, ne? Könnte auch sein, dass Shaco noch kommt. Und wir verschwenden ja nichts vom Pot, ne? Das ist ja auch top. So,
Das heißt, er geht jetzt shoppen. Ist er Level 6 geworden? Nee, ist er nicht. Gib mir die Kanone. Das heißt, er muss jetzt gleich in die Mitte. Wir pushen jetzt durch und dann roamen wir. Na, er muss in die Mitte, um Level 6 zu kriegen. Wir müssen halt Gas geben. Das wird ein bisschen Räuden werden. Können wir den noch nehmen und den? So, und jetzt geht's entweder ab nach unten oder ab nach oben. Oben könnten wir snowboarden, wäre cool. Botlane, ist Level 4. Wir gehen Botlane. Wir haben auch Ignite. Botlane sind halt 2 Kills. Botlane ist toll. Botlane gehe ich gerne. Allerdings, Soraka Lane ist halt immer so, ne? Aber let's go. Kommt, Leute. Ihr müsst jetzt was machen. Ihr müsst jetzt was machen. Die machen halt wieder nicht so viel, I think. Ist sie noch da drin oder ist sie schon hier drin? Okay, sie ist hier drin. Ultimate, Sprung und weg damit. Hier nochmal ein Dings drauf. Ich könnte Ignite machen, aber sparen wir uns, ne? Free Kill eingesammelt. Schön. Schön, schön, schön. Toplane. Ich eigentlich potenziell an eurer Stelle hätte ich, glaube ich, eher Toplane gegankt. Also was heißt an eurer Stelle? Aber man kann übel krass drüber diskutieren, hier Toplane zu nehmen. Weil Toplane ist extrem Snowball-lastig. Ja, das heißt, wenn zum Beispiel jetzt ein Kimmel einen Kill kriegt oder Toplane, einen Toplane einen Kill kriegt, dann kann es sein, dass er die komplette Lane dominiert. Na, er kommt natürlich immer aufs Matchup an. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das Kimmel-Rumble-Matchup ist. Aber das kann halt tatsächlich passieren. Und das heißt zum Beispiel, wenn ihr einen Darius auf, im Team habt und den Kill gibt, rastet der aus, ne? So, wir müssen jetzt gucken, dass wir halt ein bisschen Twisted Fate im Zaum halten. Beste wäre, wenn wir die ganze Zeit durchpushen. Wenn wir durchpushen, kann er nicht roam. Nicht effektiv. Allerdings könnte er jetzt roam. Wo könnte er hingehen? Nach unten. Das wäre das Einzige, aber da geht er nicht hin. Das heißt, wir drücken ihn weiter wieder rein. Wir können, aber auch gucken wir, dass wir ihn eigentlich töten. Das heißt, wir warden mal im Tier. Control Ward steht ja noch. Wir können auch direkt, wenn ihr Probleme habt, Doppel-W zu treffen, geht einfach mit Q drauf, ja. Das heißt, ja, wir müssen mal gucken, ob es klappt. Er ist halt sehr defensiv, er hat nicht so richtig viel Lust. Da könnte ich jetzt rüber, aber wir warten auf Ult, ne, sonst ist das so gefährlich. Es kann sein, dass er jetzt tatsächlich runter ultet. Deswegen laufen wir direkt. Das ist grundsätzlich erstmal nicht all bad. Hab keine Ult, was wiederum bad ist. Vielleicht kann man da noch was machen, wenn die deep gehen. Ich glaube aber nicht. Wir könnten aber Twisted Fate abfangen, Leute. Das könnte tatsächlich funktionieren. Wir gucken, wo läuft er lang. Er ist nach hier gelaufen, das heißt wahrscheinlich, ja. Aber wahrscheinlich geht er Base und dann in die Lane. Oder er geht halt hier hinten rum. Allerdings wird hier gerade gewardet. Wir könnten allerdings für Shaco gehen, Leute. Hier ist, also, ne? Da könnten wir tatsächlich hingehen. Wir pushen fix durch. Immer pushen, ne? Immer pushen, wenn es geht. Und jetzt gucken wir, eine können wir noch machen. So, der Red Buff wird ja nicht angegangen gerade, ne? Das heißt, reindrücken. Ich glaube, Talon ist auch tatsächlich einer meiner Champs, mit dem ich echt viel Farm habe, so, ne? Also, im Vergleich. So, Assassin-like, habe ich viel Farm mit dem Champ. So, her damit. Scheiße, ist er schon fertig? Ne, ist er nicht. Frage ist, welcher ist der echte? Der da. Later, Macarator! Tschüssikowski, Manowski, let me go, let me go, let me go. Was ist hier los? Stopp, 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 stopp. Also ich habe 3-0 schon. Also, okay, da kommt ein Teleport, aber ich will halt keinen Shutdown abgeben, ne? Das ist so. Ich würde gerne durchpushen und shoppen gehen. Machen wir direkt shoppen raus. Ja, wir gehen jetzt Yomus direkt wieder. Ne, wenn mein Game richtig nice läuft, Yomus, na, dann hast du noch mehr Impact auf der Map. Kannst mehr durch die Gegend rennen, düsen, flitzen. Kannst bessere Kombos landen, Nahkampf-Qs, Auto-Hits, etc. Na, für dich mehr worth als Drag-Tablet. Vor allem, wenn Drag-Tablet genervt wird, ist es noch geiler, ne? Weil ja unsere R noch gebufft wird, etc. Ja, so, Yomus ist da. Als nächstes kaufen wir uns die Mercury-Boots. Die haben relativ viel AP-Schaden, R und R so ein bisschen. Na, kommt aber auch nicht immer darauf an, was das Team insgesamt hat, sondern wer natürlich auch fett ist, ne? Fett ist Kate so ein bisschen. Deswegen müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir Kate in den Griff kriegen. Warden mal hier. Wir haben Red Buff. Ja, komm her, Bro. Komm, come with me, Bro. Come at me, bro. Not! Nice bait. Nice bait. Ah, so schnell passiert das. Oh, Marmeladensprung. Later. Ich hab gleich einen Ult. Komm. Wolf, Mensch. Wie? Q? Also, Also, er kriegt ordentlich Schaden. Ich hab doch noch. Ja, komm. Fight me, bro. Fight me. Ja, komm. Du kleiner Wichser, dachtest du, du könntest. Ne? Das sind immer die coolsten. Ne? Die denken so, ich bin ein Bär. Und dann. Fam! Fam! Tschüss! So. Later, sag ich da. Was für? Du kannst mich... Ja. Du kannst mich nicht töten. So nach dem Motto. Ach, scheiße. So, Schurm. Ich denke, Mercury, oder? Bei Mercury ist der Vorteil auch einfach immer, dass man
Mein erster Tod, das ist kacke. Ist der Vorteil halt auch immer, dass wir CC-Effekte reduzieren, ne? Das heißt, was haben wir denn hier alle? Schakobox, Volleywurf, Caitlyn Trap, Schakobox, Twisted Karte, Schakobox, Rumble, Ult, Schakobox. Also ziemlich viel. Na, machen wir das. Kaufen uns den Radarkappen-Ding. Wie sieht's denn aus? Na? Achso, ich habe übrigens Midlane bekommen. Na, ich habe geschrieben, hey Leute, ich bin Midlane. Please. Na? Da hat mein Midlane gesagt, hey, ich bin nicht Midlane, ich bin nicht Jungle, weil ich war Jungle. Da hat unser Toplane gesagt, ja, hey, ich bin Jungle und... Ne? Ne? So, Twisted ist wieder unten, reingepusht und ab damit. Hier hätte ich noch warten müssen, dann hätte ich die W hier schön durchsetzen können und trotzdem die drei gekillt, ne? Das wäre natürlich klüger gewesen. Es wäre geil, wenn wir mal Rumble töten, glaube ich. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hoch, Leute. Ne? Let's go. Mit Camille müsste das auch ziemlich gut klappen, die hat doch Ult. Ja, wir sind relativ flott unterwegs jetzt mit der Schuhe auch. Let's go for this. Wie viel AP hat der voll? Hm, können wir den diven? Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Aber jetzt setzt sein Burnomat raus. Burnomat, Citromat. La 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 la. Ich burne, ich burne, ich burne. So, jetzt direkt wieder in die Mitte. Wir haben nicht geultet, ist cool. Schön, toll, nice. Die Mitte einsammeln. Ach, fucking Taunty. Fucking Taunty. Ich glaube aber, mein Name hat mir tatsächlich geholfen, dass ich meine Midlane bekomme, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Na? So, das Twisted, Feed, Fate und Pharos, Mardos. Eigentlich kann der da unten nichts machen, hätte ich gesagt. Deswegen würde ich jetzt gucken, also, dass ich nur im Fix einen reinpushe. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, falls sie da diven. Das könnte mit Volley tatsächlich klappen. Aber Twisted wird jetzt effektiv CS verlieren und jetzt gehe ich nach unten. Er verliert jetzt CS, er hat Druck und ich könnte jetzt hier runtergehen. Weil ich weiß, dass es nämlich in die Hose geht. Die Trousers tatsächlich. Bin aber da. Almost. Almost, 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 almost. Jetzt, let's go. Let's go, Leute. Leute, let's go. Okay, das ist der. Leute, la, 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 la. Okay, dann, ja, ich mach auch das. Ah, okay, der hat mich einfach gesnackt. Das Ding ist, dass mein Team einfach not even reacted hat. Ich mach gleich mal. Die sollten mal ein Reaction-Video zu meinen Gameplays machen hier. Da passiert ja nichts. Guys, guys. Try to react faster next time, please. Geh, geh. Geh to the G. Aber, Kate, hä, wo? Hä, wie ist Kate gestorben? Hat sie gedived? Lol, hab ich das eigentlich irgendwas verpasst? Kam die von hier hinten rangesnackt? Lol, keine Ahnung. Oder ist sie. Ja, okay, dann scheint sie hier mitgelaufen. Okay, ne, Moment. Passt. Passt. Wir müssen auf jeden Fall. Jetzt fängt schon an, Sorak in letzter Zeit, die Supporter sind so toxic, holy shit. Vor allem Janna-Player, ne? Janna-Player sind so toxisch, holy ey. Richtig krass, also wir haben jetzt Soraka, ne, aber... Holy guacamole. So, wir können mal wieder Rumble abholen, würde ich sagen, ne? Wir, also jetzt, wenn, jetzt ist halt die Frage... Soraka ist tot. Soraka, wir pushen trotzdem im Fix rein, so gut es geht. Na, immer mitnehmen. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Oh, Deli. Ah, Mardos. Reudos, Mardos. Vielleicht können wir jemanden. Er hat mit Sicherheit keine Q. Safe. Safe. Scheiße, hat er doch echt. Aber ist meins. Meins, meins, meins. Ja. Könnte jetzt sein, dass hier irgendwas passiert. Schön. Rumble hat auch was getaked. Schön. Oh, ne. You know. No, 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 no. Mr. Beer? Is that possibly? Oh no, no, no. Jetzt muss ich hier rüber, ich muss hier rüber, ich muss hier rüber. Bitte, bitte. Au! Nein! Aber das sind halt diese Moves, die sind nicht worth. Keine gute. Wahrscheinlich hat. Weil die kam jetzt so spät. Wahrscheinlich hat Chaco gepinkt. Hey, hier red, 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 red. Oder hier stand ein Ward. Eins von beiden. Scheiße, ne? Wir haben bald das Draktar, Nougat Blade, aber. Tower ist weg, der erste ist auch gut. Aber schön. Also, man sollte als Talo nicht sterben, ne? Wir sind ja bisher auch gut dabei, aber man sollte nicht sterben, nicht für sowas, sagen wir mal, ne? Man kann mal hier und da sterben, wenn man ordentlich was rausholt, aber nicht so. So, da unten kommt Gemill. Gemill ist bisher ganz gut dabei. Ne? Ja, das wird nicht klappen, leider. Volley ist so nervig, ey. Der ist halt der Supporter und der ist der krasseste von denen. Ne? Volley ist einfach ein netter Champ. Gegen Volley bräuchte ich auch Mortal Reminder, aber das ist halt der einzige. Und Volley will ich eigentlich nicht fokussen, ne? So, wieder durchgepusht. So gut es geht. Da, da, da. Okay, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Leute, ich komme. Am besten, hier ist ein Control Ward, können wir sehen. Und am besten hier rüber, ne? Hier rüber, hier rüber, rüber.
Da kommt auch Shaco, den könnten wir ebenfalls abfangen. Aber wir gehen Botlane, Leute. Let's go. Jetzt müsst ihr was machen. Jetzt müsst ihr reacten. Bitte reacten, ein Video dazu machen. Reaction-Video. Ne, den lass... Oh, ich wollte den gerade lassen. Ohne Witz, ich wollte. Sie ist irgendwie in mein Q reingesprungen. Irgendwie, das war voll komisch so. Ich wollte gar nicht Q'en. Also ich wollte schon Q'en, aber... Later! Na, das ist doch schon okay. Das ist doch schon okay. Na, ich spiele gerade übrigens auch Solo. Ich spiele zwar auch gerne Duo, aber jetzt gerade ist halt keiner online. Sonst würde ich eigentlich Duo spielen, so wie ich es euch auch empfohlen habe. Aber, na gut. Na gut, ne? So, nehmen wir den Tower mal mit. Wir können auch direkt, wir haben gleich wieder Ultimate ready. Allerdings ist Twisted Fate immer noch unten. Wir können also immer noch weiter pushen. Wir könnten jetzt, wir haben zwei Möglichkeiten. Volibear ist unten, das heißt Caitlyn ist gerade oben. Die ist super free. Die ist gerade so free wie nichts andere auf der Welt. Aber ich glaube, das schaffen die schon wohl, oder? Na, bitte macht das mal. Ah, es war teuer und nicht so ganz so geil, muss man tatsächlich sagen. Vor allem hatten die auch Aralt, wo gekocht hat in meinen Bauchnabel. Aber, ja, weil das hätte ich besser gekonnt. Also als Champion Talon hätte, könnte man sie halt besser töten, aber... Ja, es ist okay. Wir haben jetzt zwei Türme bekommen. Na, das kann man mit leben. Hat der schon Stundenglas? Immer zwischendurch mal checken. Wir können auch versuchen, ob wir Toplane tanken können. Twisted Fate will sich umbringen. Oh, scheiße. Marmelade. Marmelade. La 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 la. Ich könnte ihn töten. Das wäre aber absolut nicht worth. Ne? Er wäre gestorben. Ja, wahrscheinlich wäre ich sogar voll gestorben, bevor mein Q da ist. Aber I got this. I got this, I got this, I got this, I got this. Na, da kommt noch hier der Shaco, der denkt, ich wäre dann in so einem Busch drin. That was amazing, ja? Ab und zu mache ich auch mal. Ich muss ja hier auch mal ein bisschen was machen, ne? Ne? So, wir kaufen uns jetzt Drag Tablet. Müssen wir noch aufpassen, Shaco könnte immer noch kommen. So, Drag Tablet, jetzt haben wir ordentlich Damage. Jetzt gehen wir auf Black Cleaver. Ich gehe fast immer auf Black Cleaver. Scheiß auf das Wort, Alter. Obwohl, meins steht nicht mehr. Ne, dann, wir wollen ja mit Gehirn etwas sein, ne? Also, Black Cleaver ist schon cool. Weil es halt auch Armor Pen ist, ne? Im Prinzip. Dann haben wir auch 20% CDR nochmal drauf. Und es ist halt gegen, weil wir vor allem Full AD sind. Ne, die haben jetzt nicht so, ihr seht, ne? Wer baut hier Armor? Wer? Wolli, der ist eine Armor-Maschine. Aber, ne? Die sind doch vielleicht ein bisschen doof. Die hätten echt mehr Ninja-Tabis kaufen können. Wir müssen, das Wichtige ist, wir müssen jetzt echt gucken, dass wir was zusammenkriegen. Ich bin echt super fett. Aber es steht trotzdem 19-18. Das heißt, mein Team wird nicht so fett sein. Ja, das ist das Ding. Und wir müssen jetzt echt zusehen, könnte ich da jemanden töten? Hat. Ja, vielleicht. Wir machen Flaspot direkt rein. Wenn dann für Rumble. Der springt nämlich nicht weg. Ah, das wird nichts werden, ja. Zwar knapp, aber... Aber, ne? Ich meine, ich wollte ja auch primär den Turm verteidigen. Das hat geklappt, aber ich hätte trotzdem gerne jemanden gekillt. Wir müssen gucken, er kann immer noch da drin sein. Da kann man das hier ganz gut nutzen. Du kleiner Scheißkopf! Ne? Geh, geh! Einfach nur geh. To the geh. Frage ist, es könnte halt immer noch Volibear hier drin sein. Nicht Volibear, sondern Rumble, aber ich glaube nicht. Ich vertraue einfach mal das Glück der Verglückten. Geglückten. Ich muss meinen Control Watch stellen. Stellen wir jetzt einfach mal hier. Besser steht, als wenn es nicht steht, ne? Zack, nehmen wir uns hier noch ein bisschen was mit. Schön. So, weiter pushen tun wir nicht. Ist gefährlich. Mein Team ist auch gefährlich. Guys, I'm super huge. Try to focus. Das Problem ist, also, ja, ne? Ich stehe halt 10-3, das ist geil. Aber wenn es halt even ist, dann heißt das ja, dass die anderen auch fett sind. Genauso fett im Prinzip. Vielleicht verteilt fett, aber im Prinzip genauso fett. Okay, das Gute ist, ich glaube, es ist gut, dass Wolli so dick ist. Weil Wolli droppt im Late. Ich kümmere mich jetzt drum. Ich werde nochmal den komischen Feuermacher da oben töten. Werde mir den Tower taken, weil ich bin Tower Taker. Und vom Beruf tatsächlich auch. Und ja, so ungefähr habe ich mir das gedacht, ne? Control Ward, beziehungsweise jetzt kein War. Wir könnten mal gucken, wo ist Rumble? Wo? Wir warten einfach mal, ne? Hat der einen Control? Der hat auch kein Sturmglas. Ne, auch keine Stopwatch. Sehr gut. Das heißt, wir warten erstmal auf den richtigen Moment, ne? Manchmal muss man wie so ein Hai so um die Beute so rumschwimmen und so mit so einer Haiflosse, ne? Und dann, hier, das hier ist meine Flosse, die guckt hier quasi raus. Den richtigen Moment warten. Bis man jemanden catcht und dann tötet. Er könnte auch den Blue Buff gerne taken. Ich glaube, er ist rübergesprungen gerade. Jetzt.
Da ist der. Ne, lol. Ja, siehst du, jetzt können wir nämlich was machen. Making, doing, doing the doing. So, da ist Mr. Wallowy. Mr. Wallowy. Fraktarblade ist lecker. I like. So, jetzt schnell pushen, weil die pushen gerade unsere Scheiße durch. Wir müssen jetzt echt Gas geben. Und die haben halt einen AD. Ja, wir haben auch einen AD-Carry, der macht gerade noch Blue Buff. Leute, den könnte ich umbringen, bevor. Ah, Mann, das ist gerade übel zum Kotzen, ey. Du stirbst jetzt. Naja, doch nicht, war ein Prank. Aber ich nehme das Exhaust gerne mit. Ah, okay. Ich bin raus. Das ist so, ich weiß halt nicht, also wir konnten uns nicht entscheiden, ne? Es wollten ein paar. Wir müssen back, Leute. Schafft ihr das? Ein paar wollten Baron machen. Ein paar wollten das machen. Ein paar wollten dies, ein paar wollten das. Und wir verlieren im Endeffekt den Tower dafür. Nicht gut. Das war nicht gut. Ich mach jetzt erstmal. Boah, das war knapp. Da ist noch einer für mich geflasht. Sie ist gestorben. Die könnte ich aber kriegen. Die kriege ich auf jeden Fall. Wenn ich die nicht kriege, dann kann ich aufhören, Talon zu sein. Also bitte, ich bin Talon. When I don't get this girl, I don't know. Ah, okay, sie könnte mich trebulieren. La, was macht das für ein Move? Trebulier Blades! Ja, okay, passt. Ja, schade. Schade, Marmelade. So, den Tower brauchen wir auf jeden Fall. Wir könnten tatsächlich in der Zeit, bis die Wave hier braucht, gucken, ob wir noch jemanden abfangen. Aber wir nehmen jetzt erstmal die Wave, die jetzt kommt. So, wir brauchen auf jeden Fall Türme, ne? Türme sind der Schlüssel zum Sieg. Habe ich euch erzählt, brauchen wir. War ja auch mein Plan da oben. Allerdings hat es nicht ganz geklappt, wie gedacht. Und im Endeffekt haben wir Botlane halt übel viele verloren. Okay, hier ist der Feuermann. Meldermann. Das Schako. Fako, Knacko. Guten Tag, einmal bitte die Reudenkarte. Das ist schlecht, tatsächlich. Ich könnte ihn aber eventuell tatsächlich immer noch umbringen. Ich mach mal Ignat drauf. War, ja, ich weiß nicht, vielleicht war es ein bisschen wasted, vielleicht aber auch nicht. Nee, nicht schon wieder. Oh, danke, Marmelade. Oh, nice. Denkschreiber da. Nice. Ihr Job. Ich meine, hey, ich habe meine Ultim auch benutzt, aber kann man ja trotzdem sagen. Kostet ja nichts, ne? So. Weiter im Text. Weiter in the text. Was brauchen wir? Wir könnten wirklich Mortal Reminder gegen ihn, aber wir fokussen den Dude eh nicht. Was könnte man machen? Wir könnten das hier noch abrunden, indem wir nochmal Lethality gehen. Oder Death So Dancer oder GA. Diese drei Möglichkeiten haben wir. Ich glaube tatsächlich, wir gehen GA. Ich verkaufe die Flasche echt nur super ungern, aber wir gehen GA, Leute. GA ist gut, wenn man super fett ist. Weil wenn ich sterbe, hat mein Team nichts mehr. Also es, so schlimm ist nicht, wir haben ein bisschen was, ne? Aber auf jeden Fall habe ich viel von unseren Kills. Wenn unsere Kills sterben, so gesehen, dann ist RIP. Rest ist dann. Es ist Rest und RIP. Es könnte sein, dass Schack, okay. Den taken wir jetzt. Freund der Sonne, ja. Schön. Richtig schön. Was? Der hat aber auch echt, also okay, das war schon viel Schaden, hat mich auch echt gewundert. Ich dachte so, wo der dann da rauskam, dachte ich, huch. War der Draktarblade wahrscheinlich, ja, Draktarblade hat mich halt übel, hat nochmal richtig viel Schaden rausgeholt. Ne? Der Klon allein hat 300 Schaden gemacht. Ja, okay, ne, das wird nichts. Vulcan, ne, das wird nichts, Leute. Wir haben mal den Drain bekommen. Okay, ich habe jetzt gleich die Stopwatch, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. It is not verkehrt. Aber der Trade oben gegen Shaco war auf jeden Fall nicht gut, ne? Der war nicht gut, weil, klar, man muss immer so ein bisschen, man muss nicht übertreiben, die Vergleiche sehen, ne? Ich habe 13 Kills und bin gegen jemanden gestorben, der 4 Kills hat. Ne? Klar, Assassin gegen Assassin, da ist immer, er hatte so diesen Unsichtbarkeitsvorteil kurz. Ich glaube, ich hätte ich geultet während seiner Ultimate. Das wäre, glaube ich, das Optimale gewesen. Aber fürs nächste Mal, das ist ein guter Tipp, ne? So oft spiele ich nicht gegen Shaco. Ich mache mich unsichtbar, wenn er das macht und dann. Ach, fuck, Alter, ey. Ich wollte es noch irgendwie ausgleichen, aber. Ich wollte gerade einen Flaspot reinschmeißen, hätte ich hier gedrückt. Eieieiei. Guys. Wir könnten natürlich auch Split pushen, aber wenn ich Split push, dann. Ich glaube, ich muss wirklich beim Team sein. Das geht sonst echt in die Hose hier. Er hat mittlerweile Stundenglas, er wird jetzt als nächstes bauen, denke ich. Ist gefährlich. Wirklich, wirklich gefährlich, Leute. Okay, da oben wird eine Kate gechased und da kommt ein Twisted Wait, Fate. Wir gehen auf Kate, weil sie kein Stundenglas hat. Ne? Ganz einfach. It's as simple as that.
Ich hab keine Ult. Ah, ich dachte, ich hätte sie. Ah, ich hab noch schon Glas. Ich kann noch mal eine Wähler durchjagen. Oh, jetzt hätte mich fast das Ding. Vielleicht kommt noch der Typ. Das ist okay eigentlich, würde ich sagen. Obwohl, also ja. Oh Mann, fuck, Alter. Okay, Tristan hat ihn noch gekillt. Scheiß. Okay, das ist okay. Wenn Tristan kriegt nämlich ein paar Kills. Vielleicht. Naja, das. Ich hatte meine Ult aber auch nicht direkt ready. Hier hätte ich sie gerne gehabt. Da hatte sie noch so 6, 8 Sekunden. Na, Stopwatch wäre hier nicht. Also, ich hätte das Shaco-Ding stopwatchen können, aber dann wäre ich auch danach gestorben, glaube ich. Also, es hätte nichts gebracht. Ja, aber Tristan hat ein paar Kills gemacht. Wer hat hier auch Kills gemacht? Shaco. Ja. Ich denke, also, das ist halt die Transition so. Ich finde, also mit Talon Early Game fett werden und dann zusehen, dass der ADK fett wird. Ne? Das ist wichtig. Das ist wichtig. If they come, do Nash. We need Vision. Ich hätte angeboten, dass ich Botlane splitte. Dann müssen, das mache ich ja super gerne. Dann kommen die für mich. Und dann könnten wir Baron machen, aber. Ich glaube, die brauchen mich echt beim Baron. Also, sie können nicht ohne mich Baron oder also Teamfighten halt. 4 gegen 4 oder sowas. Das klappt, glaube ich, nicht. Okay, ja, haben wir schon ready. Scheiße, soll ich das machen? Ja, kacke. Ich will, nehmen wir eben die Farm noch. Ach, scheiße, ich mach das jetzt. Mist. Mist, Mist, Mist. So. Dann hätte ich es hier oben doch auf jeden Fall nutzen sollen, ne? Bevor ich es gar nicht nutze. Ich wollte es mir halt aufsparen. Ja, rip. Rip, 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 rip. Das könnte jetzt Baron sein. Vielleicht kriege ich aber Kate noch irgendwie ganz fix. Das könnte funktionieren tatsächlich. Oh, die hat echt eine Stopwatch. Oh, Mann. Ich hasse Stop-Fucking-Watch. Jetzt habe ich ein Problem. Dezentes, großes, dickes. Ah. Lädst die Kate abzuholen. Okay. So schnell ist mein GA weg. Ich lebe noch. Ich wollte es halt ausgleichen, dass Soraka gecatcht wurde, ne? Also. Das Ding ist nämlich. Okay, immerhin pusht Camille gerade Bot. Das ist gar nicht so bad, aber. Wenn nämlich einer von denen oder von uns stirbt, dann machen die natürlich Baron. Wir sind zu 4, sind zu 5. Dann versucht schnell jemanden auch zu töten. 4 gegen 4 können die wieder kein Baron machen, ne? Das ist die Idee. Es kann sein, dass sie jetzt Baron machen, tatsächlich. Deswegen muss Camille Gas geben, ja. Also, Soraka wurde halt gecatcht. Mann! Don't get caught, please. No Solos. Also ich kann Solo gehen, weil ich halt Talon bin, ne? Also ich darf natürlich auch nicht sterben, klar. Aber ich kann natürlich die Gegend jagen, weil ich halt auch tausendmal escapen kann. Aber so eine Soraka halt nicht. Ich meine, sie war in unserem Jungle jetzt, aber schön ist halt nicht. Ja, wir könnten gucken. Hier pusht rein. Könnte sein, dass hier wir jemanden catchen können, ne? Kann tatsächlich sein. Am besten Kate. Kate will farmen. Wer will kein farmen? Wir stellen uns aber hier erstmal hin. Ah, Volibär, ja, okay, fahren zu dritt. Warum eigentlich auch nicht, ne? Aber jetzt sind natürlich woanders weniger Leute. Man könnte jetzt einen Shaco catchen. Potenziell. Oder ein Twisted. Sie hat jetzt halt echt Reuting GA. Ich glaube, Shaco wäre echt das Wichtigste, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Team immer von Shaco gekillt wird. Scheiße, jetzt hätte ich den Radar-Ding gebraucht. Oh, der ist da. Oh Mann, genau das meine ich nämlich. Die sterben die ganze Zeit von fucking Shaco, Alter. Ja, jetzt bin ich auch tot. Ah Mann, Leute! Guys, no Solos. Stay grouped. Also ich war jetzt auch, aber es gilt ja auch für mich. Aber vor allem auch für Tristana, die ist jetzt wieder Solo gestorben. Mann, Tristana und Soraka, die sterben die ganze Zeit alleine. Mann, no matter. Kacke, die Hacke, ey. Ah, Mann, hat so gut angefangen, aber die müssten einfach mal mitziehen. Was sage ich eigentlich? Was sage ich überhaupt? Ne? Ah. Für wen soll ich gehen? Ah, ich bin tot, Alter. RIP. RIP, oh Mann, Leute, ey, war ich. Also klar, Talon droppt im Late, ne? Keine Frage, aber mein Team hat sich halt richtig dumm angestellt. Also richtig, richtig, richtig dumm. Ne? Für die Leute sagen, dass Talon Late im Schlecht ist, klar, so ein bisschen schon.
Aber wenn wir das jetzt mal anders sehen, hätte ich was gespielt wie Orianna, hätte ich keine 14 Kills gehabt, dann hätten wir schon bei Minute 20 oder 15 verloren gehabt, ne? Oh Mann, das ist halt so schade, ey. Die haben aber auch komplett nur geräudet. Ich meine, wir sehen immer das Positive, ne? Das war jetzt nur das erste Game der Promo. Aber Shaco hat das gewonnen. Solo. Shaco. Ne? Der hat's gewonnen, das Game. Na gut. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss, Sikorski.